So, dann setze ich mal fort mit dem zweiten Teil. Ihr habt in der Pause ja gesehen, ich habe mal wieder was gezeigt, was für den Kaiserrundfunk dazu ist. Wir haben erstmal mit Fisch, also es ist so losgegangen. Ich hatte irgendwann mal einen Haufen Anrufe gekriegt, dass die Leute sich über GEZ aufgeregt haben. Haben gesagt, ja, die lügen ja nur und die Teilnehmerzahlen bei den ganzen Demonstrationen, das stimmt doch vorne und hinten nicht. Und wir sind doch gar keine Nazis, wir wollen einfach nur die Bürgerrechte haben. Und da kann man der Presse schreiben und die Mendis machen, das wird alles nicht gehört. Ja, und das hat sich dann so über ein halbes Jahr aufgestaut und habe gesagt, wir müssen ja was machen. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich der falsche Spruch. Weil wir müssen immer was machen, da hieß so, na gut, wir haben darüber nachgedacht, aber am Ende ist doch nichts passiert. Wir müssen es einfach wirklich machen. Und da habe ich gesagt, okay, wie können wir das klären? Wir brauchen einfach nur die Wutbürger fragen und sagen, okay, wenn jeder 1 Euro gibt, dann sagen wir mal 15-20% Wutbürgerpotenzial gibt es. Weil du brauchst ja bis mit der Straßenbahn und mit dem Bus fahren. Also es geht ja kaum, dass der Bus eine Haltestelle gefahren ist, wo nicht die Krisenthemen angesprochen werden. Brauchst du einen Bus mal oder eine Bahn oder irgendwie Wagen. Also muss doch davon ausgehen, dass das Wutbürgerpotenzial ungefähr so bei 20% liegt. Und wenn 20% von den 80 Millionen 1 Euro gäbe, sind das 20 Millionen. Man denkt, ne, aber es ist so, ungefähr, wie mal da. Der eine gibt ein bisschen mehr, der andere kann gar nichts geben, weil er sozialfrei ist. Manche haben aber wenig und geben viel. Das ist immer wieder sehr deutlich zu merken. Renato hat es gerade 1000 Euro gegeben für den Sender, deswegen habe ich es gleich eingetragen. Und auch hier der Ralf. 50 Euro. Ich habe, ich sag mal, im Laufe der letzten, ja, seit 2000 ungefähr 50.000 Euro investiert in die Arbeit, dass es vorangeht, dass die Webseite zum Laufen kommt, Arbeitszeit und Büro und was weiß ich noch alles. Aber ich sag mir, das ist die beste Investition, die ich gemacht habe, weil das bleibt mir erhalten. Weil, wenn ich für die BRD arbeite und denen jeden Cent in den Hintern schiebe, weiß ich ganz genau, was die Frau Merkel mit dem Geld macht. Die haut es einfach zum Fenster raus. Ohne schönen Dank zu sorgen. Und das, wenn man sein ganzes Leben dafür eingetreten ist, dass ja Recht und Verfassung gilt und dass die Leute in Frieden und in Harmonie miteinander leben und dass auf Arbeit nicht der eine und anderen sein Teufel ist, dann wurde das in den letzten 10 Jahren von 1995 an, wo es losging, wo es eng wurde, bis jetzt regelmäßig sabotiert. Und heute ist Student oder ein Lehrling, der in einen Betrieb reinkommt und noch nicht so die praktische Erfahrung hat, das Mobbing Opfer Nummer 1, so kann es nicht sein. Dass nicht mal eine ordentliche Ausbildung stattfindet und die eigentlich in ein Kollektiv reinkommt, wo jeder einen anderen sein Teufel ist. Wir Erwachsenen können uns wehren, wenn es eine Anklage ist. Jugendlicher ist da wehrlos. Wir werden ausgenutzt und ihr wisst ja selber, wenn jemand Kinder hat, der kann auch nicht alles mitmachen, was der Betrieb hat, da ist er mal krank, ist das Kind krank und so, da wird wieder rumgemeckert, na, wie kann sie denn zu Hause bleiben, da müssen wir den Plan erfüllen und so weiter. Und so eine Hetze, und das brauchen wir alles nicht. Ich denke mal, dass wir den Grundstein legen, wenn wir das hier anfangen, das Projekt, dass wir in den normalen Arbeitsablauf reinkommen. Nämlich das, dass man seine Zeit, die man auf Arbeit bringt und wo der Arbeitgeber auch das Geld dafür bezahlt, ordentlich auskauft, damit das Geschäft wächst. Aber es kann ja so sein, dass die Leute ausgeblutet werden und ausgebrannt werden und auf dem letzten Loch bleiben, nur damit der Arbeitgeber, was weiß ich, hier seinen Luxus freuen kann. So kann es nicht gehen. So war es früher nicht und es ging auch, die haben sich auch nicht tot gemacht. Und wenn man sich in der Schweiz anguckt, wie die arbeiten, die machen sich auch nicht tot. Aber die kriegen was fertig und da gammelt keiner rum, jeder macht was mit. Die haben keinen aufgeblasenen Verwaltungsapparat. Das ist nicht normal. Dass eine Beamtenkaste von 16 Millionen Menschen uns seit 25, 30 Jahren ja knechtet, die nichts beitragen, die den ganzen Tag nur Blödsinn produzieren, die Gesetze missachten und die eben auch frech werden, wenn man sagt, da steht doch so und so im Gesetz, warum halten sie sich nicht dran? Das geht sie nicht an, ich habe meine Anweisung. So kann es nicht weitergehen. Und das ist ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen auch grundsätzlich was ändern. Das gucken wir uns nicht mehr an, weil wenn wir uns jeden Tag so aufregen, erleben wir ja nicht mehr die Rente. Da sterben wir noch ein Herzinfarkt. Und vorgesehen ist für uns, dass wir bis 75 oder 80 arbeiten. Aber nicht für uns. Wir arbeiten ja für unsere Besatzer und für die, die hier in dem Land nichts zu suchen haben. Und da bin ich nicht einverstanden damit. Und da habe ich gesagt, also das Geld, was ich hier eininvestiert habe, in die ganze Infrastruktur,
Weil viele sind ja 1990 dann weg hier aus der Friedensbewegung. Die haben das ja dann ad acta gelegt und gesagt, ja, das ist cool und Merkel und die machen das dann schon und das, jetzt brauchen wir alles nicht und wir schaffen das schon und es geht doch voran und die blühenden Landschaften und den ganzen Sermon, das du da gehört hast, kannst du einfach nur in die Donne klappen. Weil die Leute einfach nicht begriffen haben, wie sie ausgenutzt worden sind. Wir hatten ja keine Schulden. Wir haben die Betriebe ausverkauft, wir haben die Leute heimgeschickt, obwohl man hier was draus machen könnte. Wir hätten in der DDR weiter nichts machen brauchen, als für die ganze Welt, wo das Zeug kaputt geht, Ersatzteile herstellen. Für jede Kaffeemaschine, für jedes Auto, wir hätten uns als Ersatzteilproduktion dumm und lustig verdient, gerne. Weil sie alle nur verkaufen wollen. Und keiner will das, was uns bleibt und was wir immer angeschafft haben, erhalten. Es gibt so viele Waschmaschinen und was alles an Haushaltsgeräten da ist. Wir hätten Ersatzteilproduktion ohne Ende machen, weil die Maschinen waren nämlich genau dafür da, dass wir alles hätten selber herstellen können. Und da hätten alle Betriebe genug zu tun gehabt. Weil, lass doch mal was an deinem japanischen Auto kaputt gehen. So ein kleines Plastikding, da bist du mit 250 Euro dabei. Das können wir doch herstellen, ist doch kein Problem. Werksvertrag mit der Firma und da waren die Dinger hergestellt, wie sie gebraucht haben. So, und da frage ich mich, warum wir die DDR-Betriebe mit den DDR-Maschinen hätte kaputt schlagen müssen. Es gab nur einen Grund, man wollte die Konkurrenz beseitigen. Und wir waren die, die hier gelitten haben darunter. Und jetzt will man uns in der Nazi-Staatsangehörigkeit auf Ohren drücken, die uns gar nicht zusteht und die wir auch nicht gewollt haben. Weil wir haben ja gedacht, dass wir hier in der DDR, sagen wir mal, zwar eine Zuckerschlecken hatten, weil ich habe nur drunter gelitten, seit ich ungefähr 12 oder 13 Jahre war, haben sie mich ja nur geschnickt, weil ich eben angeprangert habe, das mit zweierlei Maß gemessen, dass die Genossen, die Straftaten verübt wurden, nicht bestraft wurden und unser Eins wegen schon, weil du einfach dem roten System nicht hörig warst, nur Repressalien zu erdulden hast. Das war nicht gerecht und das hat mich von klein auf zum Revoluzzer gemacht. Und ich habe das auch nicht abgelegt und ich kann mich auch nicht damit abfinden. Und Leute, die sagen, ja, vorher ging es mir schlecht, da hat der ganze Betrieb hier gegen mich gemobbt und da habe ich meinen Arbeitsplatz verloren und jetzt bin ich hier in Harz. So. Und nach einem halben Jahr lassen die Flügel hängen und sagen, ich kann doch gar nichts machen. Du musst einfach dranbleiben. Das ist wie beim Löwenzahn, wenn da unten auf der Straße ist, da macht diesen. Und irgendwann kommt er raus. Und da fragst du dich, wie kann diese kleine Pflanze so eine Asphaltdecke durchdringen? Mit Beharrlichkeit. Da macht jeder Tag ein kleines Körnel weg. Bis der Bursch ist. So, das ist genau die Sache. Man darf auch nicht nachlassen. Du musst keinen unnötigen Druck ausüben, aber einen beständigen Druck und gegen diese Missstände angehen. Und eine Möglichkeit, das zu schaffen, ist eben, erstmal die Leute aufzuklären, was denn hier los ist in dem Land. Und da haben wir so eine Facebook-Gruppe gemacht, haben Sammelbüchsen ausgegeben, an verschiedene Sammelpunkte, gibt es in Dresden, bei der Sachsenmission, in Leipzig sammeln sie, in Gera, bei den Stammtischen. Und es gibt auch Leute, die jetzt in Österreich dafür sammeln, weil die sagen, ja, wenn ihr sowieso einen deutschen Ton habt, dann machen wir Österreich, hängen wir uns auch mit rein, wir aktivieren Österreich-Ungarn. Die Schweizer haben noch nichts gesagt, aber die sind ja auch noch ein bisschen nachher. Da kennen wir ja Schweizer Fußballspiel. Aber die kommen auch noch. Entscheidend ist, dass wir erstmal überhaupt die Wahrheit sprechen müssen. Weil, wenn schon mal ein Moderator, wie es letzte Woche passiert ist, einfach mal sagt, er kann die Lügerei nicht mehr ertragen und dann kündigen, dann muss natürlich dieser Veranstaltungsmitschnitt, wo er einfach mal gesagt hat, das reicht jetzt, aus dem Netz und aus der Mediathek komplett gelöscht werden. Du kannst versuchen, wie du willst, wenn du das Ding hochlädst bei YouTube, dauert es keine halbe Stunde, ist das Video wieder weg. Und das war ein Mann, wo ich sagen muss, Hut ab, da hat ja nur die ganze ZDF rausgelöscht, das ganze Schlammloch geleitet. Aber irgendwann ist es dem auch mal satt. Ne? Und er hat gesagt, ich kann diese Lügerei nicht mehr ertragen. Und ähnlichen Leuten ging es wie der Eva Herrmann oder der jetzt eine Partei gegründet hat, Hostel. Obwohl, er ist auch immer noch im BAD-Modus, na gut, egal. Jedenfalls, wir müssen sehen, dass wir das nicht was Verrücktes machen, sondern das Verrückte wieder in den Normalzustand bringen. Und der Normalzustand ist, dass man mit einem Gehalt eines normalen Arbeiters die Familie ernähren kann. Und dass man nicht zwei Jobs braucht, eine Familie und die Frau noch und die Kinder noch Altpapier sammeln, nur damit man einen normalen Haushalt ernähren kann. Das kann nicht normal sein. Und das liegt einfach daran, dass wir nach dem Bandroschka-Benzin 82% an Steuern bezahlen. Nur an jeder Schraube ist eine Steuer dran, an jeder kleinen Baugruppe ist eine Steuer dran, an dem Gerät ist eine Steuer dran, der ganze
Die ganze Nahrungskette des Verkaufs hat überall Steuern und am Ende bezahlst du im Prinzip das Fünffache von dem, was es wirklich kosten müsste. Und du musst eine Vielfaches der Zeit aufwenden auf Arbeit, wo man sagen könnte, mit 6 Stunden wäre alles bezahlt und wir müssten etwa zwischen 5-10% Steuern bezahlen. Dazu müsste man aber eine parasitäre Elite wegschneiden, die einfach nur wie Parasit an der Gesellschaft Anteil nimmt, ohne was beizutragen und die uns von einer Krise in die nächste steuert, indem sie Leute herbringt, Kriege verursacht, die nicht sein müssen. Was haben wir denn in Afghanistan verloren? Nix. Was geht uns das an, dass die USA dort Truppenfelder hat? Wenn sie denken, dass sie das brauchen, die USA, das sage ich euch, in den nächsten 2 Jahren wird ein Bürgerkrieg nach dem anderen erleben, weil die Amis selber auch nicht mehr rauskommen. Die haben auch alle Haufen Kredite an der Backe und merken, ey, scheiße, meine Kreditkarte muss ich irgendwann mal zurückzahlen. Da sind schon 20.000 Dollar Schulden drauf. Und irgendwann, wenn es den Banken klamm wird, werden die Dinger fällig stellen. Und dann wirst du sehen, wie einer nach dem anderen wird umfällt. Das geht los in der Landwirtschaft, wo es eben die kleinen Landwirtschaftsbetriebe im Südwesten einfach ihre Farmer, die arbeiten schon bis drüben bis an, einfach nicht mehr unterhalten können. Das mag vielleicht noch eine kleine Mennonitengemeinde noch geben, die mit ganz traditionellen Pferdefuhrwerk ihre Landwirtschaft noch unterhalten können. Aber die noch Großindustriellen mit Traktoren und so weiter und mit Saatgut hantieren müssen, die nur noch Monsanto nennen dürfen, weil sie eben kein wiederkehrbares Saatgut haben und Pestizide ausbringen müssen und dann kommt irgendjemand um die Ecke und macht noch Fracking auf dem Land, wo dann auch nichts mehr wächst und wo das Grundwasser verseucht wird. Was willst du denn da machen? Irgendwann haut es dem Ami auch mal die Birne raus und lädt dann mal seine Pumpgun durch und geht mal rein ins Bürgeramt. Das kannst du denn nicht verübeln, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich denke mal, dass wir in Deutschland das nicht brauchen. So ein Bürgerkrieg, da sind, ich würde mal sagen, auf beiden Seiten mehr als 3/4 der Menschen die Kollateralschäden. Weil die Armee ist scharf bewaffnet und wir haben ein großes Blutvolk, was unbewaffnet ist. Also das heißt, auf beiden Seiten hohe Opferzahlen. Weil 80 Millionen Volk rennt sowohl die Bundeswehr als auch die amerikanischen Besatzer über den Haufen. Überhaupt kein Problem. Nur die Frage, wie viel dabei tot gehen. Und ich frage mich, ob das sein muss. Und ich denke, ich habe die Antwort gefunden, es muss nicht sein. Weil die Amerikaner, die hier noch sitzen, die könnten in ihre Heimat gehen und könnten ihr Land bebauen. Weil die haben so eine geringe Bevölkerungsstruktur im Mittleren Westen, die könnten die ganze Welt dort, Asylanten dort einquartieren. Das würde gar keiner merken, weil das riesige Flächen sind. Und das, was wir auf der Landkarte sehen, ist ja durch die geografische Verzerrung ein viel, viel größeres Land, als wir uns das vorstellen können. Die können doch dort in Frieden leben und die müssen doch nicht die ganze Welt mit Krieg überziehen. Das müssen aber die Amis klären. Das können wir denen nicht aufdiktieren. Wir müssen uns um unser Land kümmern. Wir können nicht erwarten, dass die Amis das für uns machen oder dass die Bundesregierung uns das macht. Wir müssen uns hinstellen und müssen sagen, was muss ich machen in meinem Ort, dass ich eine funktionierende Wahlkommission habe und dass ich gültige Ausweisdokumente habe. Das ist die Aufgabe, um die wir uns selber kümmern müssen, weil die BRD selber hat keine Lust und keine Ambition, sich ihren eigenen Arbeitsplatz abzuschaffen, wobei wir das auch nicht wollen. Es spricht ja nicht dagegen, dass einer, der für Recht und Gesetz in seiner Gemeinde gesorgt hat, in den Rahmenbedingungen, die er hatte, dass er das weitermachen darf. Aber ich würde schon sehen, dass einer den auf die Finger guckt, dass diese Parteienkleptokratie aufhört. Die sollen schon ihren Dreck selber aufräumen. Da habe ich nicht unbedingt ein Problem damit. Aber es muss geordnet weitergehen. Weil wenn wir so weitergehen, wie wir jetzt vorangehen, landen wir in der europäischen Schuldenkrise, wo der Gerichtsvollzieher kommt, uns von Haus und Hof ja und dort irgendjemand reinsetzt in dieses Land, der noch nicht mal einen legalen Aufenthaltstitel hat. Weil niemand kann in diesem Land eingebürgert werden. Das geht einfach nicht, weil der Amtmann müsste es machen. Der Amtmann müsste sagen, jawohl, der und der, der hat ja ein legales Aufenthaltsrecht, der kann ja siedeln und da kriegt ja ein Haus und so weiter. Das muss aber ein Amtmann machen. Die Verwaltung selber darf es nicht. Niemand von uns ist wirklich in den kaiserlichen Staat eingebürgert wurden und auch die Einbürgerung der BRD ist nur eine Eingliederung in eine Firma, weil eine Firma hat nun mal keine Staatsangehörigen und die kann auch keine Staatsangehörigkeitsausweise ausstellen. Und auch wenn das Bundesverwaltungsamt heißt, heißt es weiter nicht, als dass man das Bund gegen Parteikonstrukt ersetzen kann. Also im Prinzip heißt der Laden Parteikonstrukt Verwaltungsamt. Das ist auch eine, warum dürfen wir denn von dort einen gelben Schein beantworten? Die könnten auch einen rosa Schein oder einen grünen Schein ausstellen, es würde trotzdem keine Staatsangehörigkeitsurkunde ergeben. Weil der Vogel, der am Drauf ist, aus dem Rahmen auf Blick ist.
Und der Weimarer Blickvogel, das Logo einer Sklavenhalterorganisation war, die die Sommer Sklavenhalter im Mittleren Westen, die in den USA und vor allen Dingen in New York Banken betreiben, sich gedacht haben, ja, da könnte man den Deutschen doch mal hier so eine Sklavenhalterfirma unterschieben, wie wir es im Sezessionskrieg auch hatten, so, wo sie eben ihre Zuckerrohrfelder damit bewirtschaftet haben. Wir sind im Prinzip denn ihre Batterien, nichts anderes. Also Matrix-Film war weitergezogen, sind wir. Wir arbeiten im Prinzip auf ewige Zeiten, um eine Sklavenschuld abzutragen, die wir nie hatten. Und das ist eine Sache, bearbeiten, da können wir auch Windmühlen anschieben. Das ist genauso sinnlos. Und wir müssen das unternehmen, damit das, was wir arbeiten, mal einen Sinn macht. Damit unsere Kinder, unsere Enkel, was von diesem Land haben. Und nicht nur Krieg und verseuchtes Trinkwasser, genmanipulierte Felder, vollgesprühter Himmel und ähnliche Sachen übrig bleiben. Und in einer Schuldenunion, die so groß und so mächtig ist, dass wir so in unserem ganzen Leben nicht abzahlen können. Wobei wir ja gar keine Schulden haben. Denn welchen Haushaltsplan hat denn der Kaiser seit 1918 überhaupt genehmigt? Ich wüsste nicht, dass da irgendwas beschlossen worden wäre. Das, wo sie in die Kasse reingegriffen haben, haben sie sich ja selber ermächtigt. Frau Merkel hat in die Kasse reingehauen und hat das Geld zum Fenster rausgehauen. Das ist weder ein ordentlicher Haushaltsentwurf, noch hat der Kaiser oder Frau Weser das jemals genehmigt. Also spätestens 1918 ist der Haushalt nur durch Raub und Selbstermächtigung geplündert worden. Ja, in der Haager Landkriegsordnung heißt, dass der Besatzer dafür Sorge zu tragen hat, dass die Kassenblattstellung erfolgt. Eingenommenes Geld minus notwendige Verwaltungskosten minus Besatzerkosten ist Kassenstand. Notwendige Verwaltungskosten, das weiß man ziemlich genau, der Kaiser hatte für das gesamte Gebiet von 1914 150.000 Beamte. Die Bundesrepublik hat wohl jetzt so zwischen 16 und 18 Millionen, genau wissen wir das nicht, weil ja die Überwacher ja nicht mit gelistet werden, aber es wird so eine Größenordnung sein. Das heißt, die arbeitsame Bevölkerung von 20%, dann der Rest hängt in der Rente, hängt in der Ausbildung, hängt im Kindergarten oder ist sonst wie arbeitslos. Die 20% müssen die 80% ernähren. Und irgendwann kommen die nicht mehr runter. Die können einfach diese Zinslast und die Arbeitsanforderungen, die da entstehen, nicht mehr bewältigen. Das ist eine ganz normale Sache. Und da reicht vielleicht ein 0,5% noch dazu und da fällt das Ding auseinander. Jetzt ist die Frage, wie können wir das ändern? Wir können das ändern, indem wir einfach wieder die staatliche Struktur schaffen, die wir am 27.10.1918 schon hatten. Und zwar bevor Max von Baden gesagt hat, mach dich vom Acker, Kaiser. So, das heißt, das Protokoll muss von dem Tag fortgeschrieben werden. Ja. Also der Tag nach der Verweserwahl folgt auf den Tag vom 27.10.1918. Um das zu erreichen, müsstest du Verweser werden. Verweser kannst du wählen. Ein Verweser kannst du wählen, indem du direkt vom Volk wählst. Dazu brauchst du Wahlberechtigte und Wähler, also Leute, die sich dafür zur Verfügung stellen. Die sich dafür zur Verfügung stellen, die müssten unter 60 sein am Ende ihrer Legislaturperiode. Wir müssten Deutsche nach Rustag sein. Also das heißt, wir können das maximal mit 56 noch antreten zum Verweser, wenn du es gerade so schaffst, vor Ende deiner Legislaturperiode noch gerade noch nicht 60 zu sein, weil es wurde damals nach Kommunalverordnung, wie es heute ist, keiner mehr Bürgermeister, der 60 wurde. Es gibt allerdings Ausnahmeregelungen, die gab es auch beim Bismarck, dass man gesagt hat, mach mal, wir haben jetzt niemanden da, der deinen Posten besetzen kann. Aber da ist immer Referendum gemacht worden. Und dann haben sie gegen Bismarck opponiert, na, der ist doch viel zu alt und was da wieder entscheidet und uns passt das nicht. Und da hat das die Bevölkerung gesagt, ja, wir wollen das aber und haben den Bismarck, also noch Bismarck-Dome hingestellt und haben den gefeiert. Und die sind alle nach und nach abmontiert worden. Aber es ist eine schöne Tradition, sollten wir vielleicht wieder mal einen kleineren Ort oder mal ein paar so Dinge aufstellen. Das heißt, wir brauchen Leute als Verweser mit der Qualität von Bismarck oder vom Kaiser Wilhelm II., die erkennen, das sind die notwendigsten Sachen, das sind die wünschenswerten Sachen und das sind die Sachen, wäre nett, wenn wir so hätten. Und die drei Kategorien muss sich jeder Aushaltsposten einordnen lassen. Und wenn man das so macht, merkt man ganz schnell, dass die Großteil dessen, was die Kommune an Geld auf die Straße wirft, unnütz ist. Und dass an vielen Stellen, wo es notwendig ist, das Geld einfach nicht zur Verfügung steht. Wenn ich zum Beispiel mir gucke, dass in Schulen die Kinder kein Mittagessen haben, weil man irgendwelche Zwergnasse-Projekte in der Stadt durchdrücken muss, weil es die EU will, weil es die Kulturförderung will, was auch immer. In erster Linie kommen erst bei mir selber, also unsere eigene Bevölkerung, die Rentner und die Kinder, die bedürftig sind. Dann muss es in der Schule ordentliches Essen geben. Die Rentner müssen auch nicht jeden Tag Pampe kriegen,
sondern da kann man Altersheim auch so betreiben, dass man sagen kann, das ist ein würdiger Alterssitz, wenn sie schon die beiden Kinder zu Hause bleiben können. Weil der Normalfall ist, dass die Generationen zusammen sind und dass die jüngere Generation für die ältere sorgt. Das ist der Normalfall. Das ist uns alles aberzogen worden, weil die Kinder sind ganz doch mit ihrem Handy befasst und die Eltern sind in irgendeinem verlassenen Mietshaus sich selber überlassen. Und die Kinder arbeiten von früh bis abend und haben dann die Zeit, sich um alles zu kümmern. Weder um die eigenen Kinder noch um die Eltern. So kann es nicht weitergehen. Um das zu ändern, müssen wir in die Siegelrechte kommen. Weil, wenn du eine Wahl veranstalten willst, brauchst du die Siegelrechte, um Ausweise zu erzeugen, der ist Wahlberechtigter oder der hätte die Rechtsstellung einer Einbürgerung. Ja? Weil eine Wahlkommission, die per Referendum gegründet war, kann eben zwar die Rechtsstellung geben, Rechtsstellung heißt, du wirst gleichgestellt gegen ihn, der 1918 deutscher Staatsangehöriger war. Du hast die gleichen Rechte und gleiche Pflichten. Eingebürgert wirst du aber erst, wenn der Verweser gewählt war, die Wahlanfechtungsfrist rum ist und der Verweser die Wahlkommission entlastet hat. Dann macht er den Auftrag, stellt dann bitte die Ausweise aus, entsprechend Pass und so weiter. Dann hast du einen Pass, wo vorne nicht der Bröll oder Weimarer Blick ist, sondern der Kaiseradler bzw. von deinem Bundesstaatswappen. Also in Sachsen wäre das die. Habst du nicht, ne? Oh, hast du da die Bundesstaatenflagge? Ja, das ist also hier die Staatsflagge von Sachsen. Ja, so sieht sie aus. Und in Thüringen gibt es die von Reuss und den ganzen anderen Bundesstaaten. Und dieses Wappen müsste auf dem Ausweis stehen und da müsste zum Beispiel in meinem Fall Königreich Sachsen in den Ausweis rein. Was ist denn das Problem, einen Ausweis zu machen mit einer blauen Hülle? Mit dem Logo vorne drauf, mit den ganzen Angaben, die man so braucht. Von mir aus auch noch der Fingerabdruck, weil ich will schon, dass der Ausweis nicht missbraucht wird. Wenn er mir gestohlen wird, der andere damit durch die Kante fährt. Das ist ja okay, aber ich will weder eine Überwachung durch eine NSA, noch will ich ein Mitglied einer Sklavenhalterfirma sein, sondern ich will deutscher Staatsangehöriger haben, ohne die deutsche Staatsangehörigkeit von Hitler, sondern die vom Kaiser. So, und um der Begriffsverwirrung vorzubeugen, der Begriff deutsche Staatsangehörigkeit ist untrennbar mit dem Begriff des Gesetzes über die Neuordnung vom Reich verknüpft, weil der Hitler am 5.2.1934 ein Gesetz gemacht hat, was die Bundesstaatenangehörigkeit entzieht und sozusagen die deutsche Staatsangehörigkeit einführt. Das ist das, was in eurem Ausweis deutsch steht. Also im Prinzip ist jeder ein Nazi, der in seinem Ausweis die Worte deutsch drin stehen hat, bei Staatsangehörigkeit. So, das habe ich nicht bestellt. Wenn ich beim Katalogversender irgendwas bestellt habe und kriege, was ich nicht bestellt habe, schicke ich es zurück. Also haben wir das gleiche Recht, auch diesen Ausweis zurückzuschicken. Wir haben das nicht bestellt. Dass der Hitler viele Dinge gemacht hat, die noch richtig waren, kann man ja verstehen. Die Weimarer Republik war ein schlimmes Elend. Dass er gesagt hat, ich beende das und ich mache dieses und jenes und das nach dem Krieg dann verleumdet haben, da hat er ja was ganz Schlimmes getan. Weiß ich nicht, ich kann das nicht beurteilen. Wenn die Beweise so sind, soll er es doch vorlegen. Ich habe kein Problem damit. Momentan ist die Beweislage ein bisschen dünn. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich kann nur mutmaßen. Ich will es auch nicht in einem Video sagen, was ich darüber denke. Aber ich habe meine Meinung gebildet. Und ich sage mir, wir müssen das alles nicht haben. Wir müssen auch die Nazi-Keule nicht haben, wenn wir uns auf das staatliche Recht zurückziehen. Indem wir einfach sagen, wir wollen die Verhältnisse haben, die am 27.10.1918 bestanden haben. Und der Kaiser war definitiv nicht der Adolf. Und wer wird anders behauptet, dann möge es bitte beweisen. Ansonsten möge er aber immer schweigen. Und dann kommen wir endlich mal aus dieser Gebückthaltung raus, weil wir sagen, was willst du denn von mir, Herr NSA-Angehöriger? Hallo, Kaiserreich ist der Staat. So, und dann kommen wir da raus und dann können wir nämlich vorwärts gehen. Und dann müssen wir uns nicht mehr sagen, wir sind die Nazis. Wer ist denn der Nazi? Was ist denn ein Nazi? Ein nationaler Zionist. Das ist genau das, was Merkel ist. Merkel wollte, dass wir die Staatsangehörigkeit deutsch behalten. Weil ich hatte sie nämlich schon 2008 beanstandet. Und noch einmal beim Bundeswahlleiter, der das Video gesehen hat. Das ist der Herr Bengert noch hier rechts. So, und wir haben den eindeutig nachgewiesen, dass wir das rechtzeitig bemängelt haben. Und er hat es noch hochgehalten, hat seine Lesemarken an der Seite gehabt. Also hat er es wohl gelesen, weil sonst mache ich ja keine Lesemarken ran, wenn er es nicht gelesen hat. Der Bundeswahlleiter hat gewusst, hier in diesem Tor endet deine legale Möglichkeit, die Staatsangehörigkeit deutsch aufrechtzuerhalten. In dem Moment, wo er es gewusst hätte, hätte er die Wahl absagen müssen und absagen können, ohne dass man ihnen hätte was tun können. Er hat ja aber behauptet, über mir ist nur der Himmel. Anscheinend ist es nicht so. Anscheinend sitzt noch einer drüber, der sagt, du machst das nicht, du lässt es jetzt weiterlaufen. Dann hat man die Wahlen 2014, ne?
Europawahl, Landtagswahl, wieder das gleiche Theater. Wir haben wieder eingesprochen, die Staatsangehörigkeit Deutsch gibt es nicht. Weil Frau Merkel konnte unmöglich auf der Bornholm einen Kaiser auf die Schulter getippt haben, können Sie mir mal das Staatsangehörigkeitsgesetz unterschreiben, weil wir müssen im Jahre 2014 eine Wahl machen. Und wir können ja nicht schlecht sagen, dass das Russland immer noch gilt. So, also was muss sie gemacht haben? Sie muss ins Kanzleramt geschwebt sein, hat ihre Raute gemacht, hätte gerne mal die Zeitmaschine angeworfen, hat sich auf die Bornholm zum Kaiser zurücktransferiert, hat dem Kaiser auf die Schulter geklappt, ich unterschreibe mal, dann wird er zurück ins Kanzleramt, Zeitmaschine zurückgedreht und dann uns erzählt, der Bundestag hätte am 22.07.1913 das DAG ausgefertigt, das Staatsangehörigkeitsgesetz, was eine Staatsangehörigkeit hat, die erst von Hitler gekommen sein kann, weil im alten Bundestag steht die deutsche Staatsangehörigkeit nicht drin, siehst du nicht. Das ist die Bundesstaaten und dann war's das. Und wenn wir in der DDR das verschlafen haben, wenn die Zeit gar nicht mitgenommen haben, dann haben sie die Versies ohne, weil im Grundgesetz steht der Grundsatz der Gleichbehandlung drin. Wenn uns das zugestanden werden muss, wir müssen es bloß laut genug fordern, dann muss es denen drüben auch zugestanden werden. Und alles, was wir machen müssen, ist mit den richtigen Fahnen demonstrieren. Was nützt uns denn die Widerstandsflagge? Die kennt keiner. Da kann nur keiner was zuordnen. Aber wenn wir mit den Bundesstaaten Flaggen draußen rumziehen, können sie ganz schlecht sagen, das sind alles die Nazis. Da sagen, guck mal deine Fahne an, das ist die Staatsflagge von Thüringen oder Sachsen. Wenn wir damit draußen rumziehen und jeder eine hat, da werden die ganz schnell stutzig. Oh Scheiße, die wollen einen Kaiser wieder haben. Wie machen wir denn das mit unserer Staatskasse? So viel Geld haben wir ja gar nicht. Und wenn wir Euros drucken, da haben wir eine Euro-Inflation. Weil Frankreich hatte schon erkannt, bei der Euro-Einführung, oh, der Kaiser, der hat ja jedes Jahr die Steuern auf. Die Merkel darf sie nicht ausgeben. Wir haben das spannende Problem, dass wir mehr Rückforderungen haben vom Staat bzw. vom Kaiser, als die ganze EU an Steuern und an Wirtschaftswachstum aufbringen kann. Und die Schere war genau bei der Euro-Einführung erreicht, wo es die Hütte schon gebrannt hat. Und jetzt ist es so, dass wir uns unter Euro-Bedingungen wieder an die Spitze manövriert haben und es wieder nicht reicht. Und jetzt wollen wir uns austauschen, weil man keine andere Möglichkeit hat, mit uns mal zu reden. Wir hätten gerne mal eine Wiedergutmachung im Ersten Weltkrieg. Und wenn jede von den 44 Feindstaaten mal 10% Reparation bezahlen würde, damit wir die Lasten und Ausgleiche in diesem Land bezahlen können, dann könnten wir alle 44 Feindstaaten der Europäischen Union und die sonst auf der Welt rum existieren und mit ihrer Zahlung oder wer ein Problem hat, auszahlen. Weil die Summe einfach da ist. Das Geld ist einfach in den 1918 bis heute verdient. Ob das Geld Chiroi-Geld ist oder nicht, entscheidend ist, dass wir die Forderung haben, einen Gegenwert in dieser Summe zu kriegen. Und der Kaiser hat eine Goldbindung, die müssen es also in Gold auszahlen und nicht in bunten Zetteln. Weil Bündpapier können wir selber drucken. Entscheidend ist, dass die Sachwerte kommen. Die Sachwerte sind Nahrungsmittel, Maschinen, Technologiegüter, Rohstoffe, Energie. Damit können wir leben, damit können wir tauschen. Und wenn ich im Supermarkt ein gutes Produkt kaufen kann, einen spanischen Wein, ein französisches Baguette, gibt es noch so lustiges Kost oder Oblaten, und so, ich kann doch mit anderen Ländern Handel treiben, ist doch kein Problem. Ich habe auch nichts gegen eine polnische Videokamera, wenn sowas taugt, so gut. Aber ich lasse mir nicht erzählen, 100 Jahre lang erzählen, für etwas verantwortlich zu sein, was nicht stattgefunden hat. Weil der Kaiser wurde in Russland Krieg führen. Der hat nicht Frankreich und Tschechien überfallen. Der Kaiser hat einfach nur gesagt, Österreich, Ungarn, wir helfen euch. Wir müssen ja was machen. So. Dass dann hinter den Rücken eine Kriegsmaschine angelaufen ist, weil da Leute Dollarzeichen in den Ohren hatten, das hat nun mal der Wirtschaftskreislauf, der verfallende Kapitalismus so an sich. Aber so kann es nicht weitergehen. Weil, ich habe mir mal überlegt, es gibt ja nicht nur die Bundesrepublik und auch nicht nur Amerika oder Russland, es gibt ja noch mehr Staaten in der Welt. Guck doch an den Ameisenhaufen. Denkst du, die Ameise, die am Eingang 4F steht, macht sich einen Kopf, ob die dort eine Dannnadel wegnehmen darf oder nicht, oder was sie da an Kredit bezahlen müssen, das nimmt die und schleppt die weg. Und wenn da irgendeine Krümel liegt, was lecker ist, nimmt die das und schleppt das weg. Wir haben ein System erfunden, dieses Geldsystem, uns die Ressourcen zu beschneiden, eigentlich ein wenig auf den Haufen zu hauen, damit der Rest nichts mehr hat. Na, wie bekloppt ist das denn? Ich kann doch mit dem Geldsystem ganz einfach bestimmen, was jede Familie zum Leben braucht. Ohne vielleicht das eine oder andere Sahnehäubchen obendrauf, sodass jeder genug hat. Und wer mehr will, kann ja gerne 12 Stunden am Tag arbeiten. Da wird er aber feststellen, dass nach den 12 Stunden er ziemlich müde ist und dann ein bisschen, was er an Lebensqualität noch gewinnen könnte, noch viel übrig ist. Das ist ein Beispiel, wie der Volker Pispers mal genannt hat, die Antilope und der Löwe. Müsst ihr euch mal anhören.
So, das heißt, wenn wir den Überfluss, den die Welt bietet, an Natur, an Ressourcen, an Nahrungsmitteln gerecht verteilen würde, wäre genug übrig. Und die paar wenigen Reichen, denen würde es einfach mal nicht schwer tun, wenn sie auch mal einen Spaten in die Hand nehmen und mal ein Blumenbeet umgraben. Weil mit lauter sinnlosen Spielen Völker gegeneinander aufhetzen, das kann ja nicht befriedigend sein. Weil man ist ja in jedem Internetforum der absolut Böse. Es gibt kein Internetforum, was ich in den letzten 2 Jahren gelesen habe, wo eine Rothschild der absolut böse und schlimmste Mensch ist. Ich weiß nicht, ob denen das gefällt, dass die ganze Welt den als schlimmen Finger ansieht. Also ich könnte mir als alter Mann in dem Alter vorstellen, ich nenne mir meine Joch, ziehe auf irgendeine Insel, schließe mich ein und lasse die Welt in Frieden. Da wäre uns geholfen, da hat ihm geholfen und dann wäre die Sache befriedbar. Aber dazu muss es eine Mehrheit geben. Und man versteht nicht, dass die Mehrheit der Menschheit das eigentlich will, aber nicht in der Lage ist, mal alle an einem Tag an einem Ort zu sein und zu sagen, schau hier mal einen Zettel rein oder schau mal einen Euro in die Kiste. Das ist doch eine ganz einfache Aufgabe. Es ist nämlich kein Geldproblem. Die Wahl durchzuführen und einen Rundungshandel auf die Beine zu stellen, das ist kein Geldproblem. Es geht um 1 Euro und um 1 Zettel und um 1 Ownership oder Kreuze. Aber ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt, einem bestimmten Ort sein und es einfach mal tun. Oder ich kann noch 20 Jahre unter dem System arbeiten, mich ärgern und mich mobben lassen. Das ist die Alternative. Und das muss ich mir wieder überlegen.